Brudes, willkommen zurück zu Pokémon Go. Direkt mal zu Anfang des Parts sehen wir hier ein neues Pokémon, das sich gleich zu unseren Reihen gesellen wird. Es ist nämlich ein Quapsel und das haben wir vorher noch nie gesehen. Deshalb werden wir es uns direkt mal generisieren. Das ist klar, das sollte euch natürlich klar sein, ja? Ein 302 WP Quapsel. Kein Problem für mich, ja? Ich fange hier alles ein, ja? Wenn es sein muss, auch im ersten Versuch. Ja. Ob das jetzt der erste Versuch war oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe nicht darauf geachtet, aber stellt euch vor, es wäre der erste Versuch gewesen. Wie toll wäre das denn bei einem 302 WP Quapsel? Meine Fräsen. So, das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, ja? Denn, Freunde, Leute, Kinderchens, Brudes, Schwestes, Alpollo ist noch am Start, ja? Und guckt euch mal die WP an. Ich denke mir ja schon fast, Alter, lohnt es sich überhaupt noch meine 300 WP Nebulax aufzubewahren bei so einem krassen Alpollo? Also ist, was heißt krass? Also krass natürlich im Sinne des Betrachters und krass natürlich im Sinne von, wow, das sind 500 WP. Wow, du hast 100 Likes mehr. Wow, du hast 100 WP mehr. Ich hab 100, weiß ich nicht, Schneeberge. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Alpollo direkt beim zweiten Mal reingegangen. Das bei 500 WP. Das ist etwas glücklich verlaufen. Aber richtig krass. Richtig, richtig krass. Ja, soll mich nicht jucken, ohne Witz. Wir sammeln weiterhin unsere ganzen Nebulak-Bonbons. Ich schaff's immer noch so, einen Nebulak pro Tag zu bekommen. Demnach hätten wir in knapp 10 Tagen vielleicht diese 100er-Marke erreicht. Wenn wir so ein bisschen mehr Glück bekommen würden. Knapp 10, 20 Tage, da haben wir das erreicht. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt direkt mal zu Anfang was ganz Wichtiges. Was heißt zu Anfang? Wir sind schon 2 Minuten im Part, Kai. Ja. Wie soll ich euch das sagen und das jetzt anfangen zu weinen? Ganz klare Sache, ich habe gestern am Donnerstag eine Stunden-Session an Aufnahme hinter mich gebracht. Und naja, wie soll ich euch sagen? Die Aufnahme ist kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Ich habe sie jetzt gerade erstmal auf YouTube hochgeladen oder ich versuche es. Damit, wenn die hochgeladen ist, ich da auch, ich sag mal, naja, dass ich da vielleicht ein bisschen was retten kann von der Datei. Aber ich gehe mal nicht von aus, weil die Datei scheint kaputt zu sein. Das ist wirklich eine Stundenaufnahme. Und was soll ich euch erzählen? Ich werde in jedem Moment eine Live-Aufnahme zuschalten, die mich sofort zeigen wird. Also die jetzt gerade mein Live-Gameplay zeigen wird, denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. So, jetzt müsstet ihr mich hier gerade eigentlich sehen. Und ja, ne, ich kann euch jetzt allerhöchstens nur zeigen, was wir erreicht haben. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich kann euch das jetzt nochmal mündlich wiedergeben. Ansonsten, weiß ich nicht. Ich will diesen Part aufnehmen, ich habe aber keinen Bock für diese 60-Minuten-Datei. Himmelarsch und Zwirn oder Himmelarchzeus und Zwirn in Bewegung zu setzen, nur damit diese Datei wieder funktioniert. Unwahrscheinlich, ne? Was sagt mir das fürs nächste Mal? Nimm nicht eine Stunde lang auf ein Stück auf, ansonsten ist die Datei im Arsch. Ne? Aber, Kinas, das Pensum ist sowieso erreicht. Ein Quapsel, ein Alpollo, was willst du denn mehr? Da noch gerade eben Arena-Kampf gehabt, der jetzt nicht so glücklich verlaufen ist. Und ich habe euch ja im letzten Part was gefragt, von wegen, ja, hier, war das mit den Pokémon, fliegen die raus, wenn man die besiegt, auch wenn da ein Fehler steht? Ich habe das Ganze nochmal gemacht, die Pokémon fliegen natürlich, na, richtig, ja, nicht raus, ja, ist ja ganz klar. Ne, die Pokémon, die fliegen nicht raus. Das heißt, wenn ich sie besiege, wenn ich die ganze Arena quasi plündere, ja, und da steht dann Fehler am Ende, weil ich halt quasi zu weit von dieser Arena weg bin, dann bleiben die Pokémon noch genauso, wie sie auch vorher drin waren, drin. Das heißt, es wird nicht als Sieg gewertet oder sonst was. Nein. Nein. Das finde ich kacke. Ne? Ich meine, du hast die ja besiegt. Warum zählt das dann nicht? Ist ein bisschen kacke. Aber okay. Ja, ansonsten, ich zeige euch jetzt mal, was ich so erreicht habe. Ihr seht, wir sind Level 17. War aber, glaube ich, schon seit dem letzten Mal so. Und ja, ich denke mal, im nächsten Part müssten wir Level 18 geknackt haben. Das Ding ist nämlich, ja, ich bin von Krefeld Hauptbahnhof bis zu mir nach Hause gelaufen. So. Und da habe ich Eier geöffnet. Ich habe zum Glück nur ein Ei geöffnet. Ja, das muss ich sagen. Aber ich habe ein Ei geöffnet, das ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann. Richtig kacke. Aber sowas kommt vor. Ne? So, ansonsten. Wie kann ich euch jetzt am besten beweisen, dass ich wirklich
krass gekämpft habe. Hier bei Arena-Kämpfen, ne? Ich habe jetzt 13 Arena-Kämpfe gewonnen. Ich hab an diesem Aufnahmetag, das war der Donnerstag, da habe ich ungefähr, ich würde mal sagen, 6 Arena-Kämpfe gewonnen. Arena-Kampf heißt jetzt nicht, man hat eine Arena eingenommen oder sonst was. Arena bedeutet wirklich, du hast ein Pokémon aus einer Arena besiegt. Das bedeutet Arena-Kampf gewonnen. Ne? So. Demnach kann man sich quasi schon vorstellen, ich habe 13 Mal ein Pokémon aus einer Arena besiegt. Ne? So. Ich denke mal, ich werde das Ganze wiederholen. Ich werde jetzt wahrscheinlich am Freitag, wenn ihr das gerade seht, da bin ich zwar noch auf Arbeit, aber ich werde wahrscheinlich nach dem Feierabend ja, von Krefeld Hauptbahnhof aus nach Hause laufen und dann geht das 10 Kilometer Ei auf, das momentan bei 6 Kilometer sein, 7 Kilometer sein dürfte, ja. So, warum ihr euch fragt, so, warum hast du keine Brutmaschine am Laufen? Ja, ist ja ganz klar, weil der Inkubator fehlt. Ich könnte mir Inkubatoren kaufen, ne? Aber ich mach's nicht, weil ich warte lieber auf ein Level-Up, bis ich's gratis krieg, ja. Ihr wisst Bescheid. So. Naja, auf jeden Fall, was war das Pokémon, das aus dem Ei geschlüpft ist? Das war ein Nidoran und das war ein sehr schwaches Nidoran. Ich glaube, es war noch nicht mal eins mit 100 WP. Ich glaube, es hatte sogar 8 WP oder sowas gehabt. Oder 89. Irgendwas mit einer 8. Ich guck mal, ob da was bei 8 ist. Nö. Ja, ansonsten war das halt wirklich das 89 Nidoran. Und das ist halt aus dem Ei geschlüpft und kann weg, ne? Aber ich habe schon 38 Nidoran-Bonbons. Das ist sowas von cool. Also wenn wir Samstag streamen, ne? Also morgen safe, wir streamen ja auf Twitch und YouTube. Und ich sag euch, ne? Wir werden einfach mal aus diesem... wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Wir werden aus... hallo? Fräulein? Wo haben wir dich denn? Hatte ich nicht so ein 300 WP? Ja, das wird auf jeden Fall entwickelt. Das wird auf jeden Fall investiert. Da wird auf jeden Fall Zeit reinfließen in das Scheißteil. Damit wir daraus ein schönes Nidorina machen, ne? Ganz klare Sache. Das wird ein Nidorina. Und ich denke mal so, ich glaube von Nidorina auf Nidoqueen, das dürfte ungefähr 100 Nidoran-Bonbons kosten, weil, guckt euch mal das hier an, als ich das Alpollo gefangen habe, ist mir aufgefallen, du musst 100 Nebulak-Bonbons sammeln, damit du quasi, naja, einen Gengar bekommst. Und alter Falter. Wollt ihr mich alle denn hier vergewaltigen oder was geht hier ab, ja? Ja, gucken wir mal, ne? Ich versuche ja momentan mit diesen 6 Pokémon, die ich hier habe, so ein bisschen, ich sag mal, ja, auszurasten, was Arena-Kämpfe angeht, aber ich kann damit nicht ausrasten. Ich brauche halt wirklich so die, ich sag mal, 10.000, nicht 10.000, die 1.000 WP-Teile, sowas wie, ja, ich denk mal, ich weiß nicht, was könnte ich denn nutzen? Ich könnte das Taubos noch ein bisschen weitermachen, ne? Guckt euch meinen Sternstaub an, das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Aeroass, Standardattacke, kannst du nutzen. Ansonsten noch relativ gut, dass wir hier noch Stahl haben als Attacke, weil Stahl auf zum Beispiel Gestein, Bombe. Ihr wisst Bescheid. Was mich hier aber stört, ne? Man kann gar nicht sehen, was für ein Typ dieses Pokémon hat. Klar, das weiß ich jetzt auch so, ne? Giftflug, aber das sieht man halt nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen kacke. Ja, ansonsten, das Flamara, da wird jetzt nicht weiter rein investiert. Ich hab da... Oder soll ich da rein investieren? Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich gerne. Das Ding ist, Radikal hier, ne? Hyperstrahl. Das ist so krass. Ich habe damit schon den einen oder anderen Arena-Kampf gewonnen, nur wegen dem Hyperstrahl. Und obwohl ich da wirklich nur mit 500 WP ankam, habe ich da so ein Pokémon wirklich weggeknattert. Das war heftig. Und ansonsten muss ich schauen, dass ich mir hier so ein 300 WP Radfratz klar mache, weil das hier ist nur 250 und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das entwickeln. Wir können es entwickeln, wir müssen mal gucken, wie krass das aber im Endeffekt wird, ne? Müssen wir mal schauen. Ich will auf jeden Fall mal ein krasseres Radfratz bekommen. So. Aber gut, ja, mehr haben wir nicht geschafft. Wir haben quasi, also ich bin quasi 5 Kilometer gelaufen ungefähr, ne? Easy, as if it was nothing. Und ja, hab da quasi ein paar Arena-Kämpfe gemacht, ne? Ein paar habe ich gewonnen. Ich konnte aber nicht alle Pokémon besiegen aus der
Arena, sollte klar sein, ne? Das waren zu krasse Arenen. Ne? Die hatten 3 Pokémon meist, 2 konnte ich besiegen, das letzte war aber wirklich zu krass. Und ich dachte halt erstmal, ne? Jetzt kommen wir hier zum Wikipedia-Tendo-Fakt. Ich dachte wirklich erstmal so, dass Pokémon, dass jedes Pokémon, das man besiegt, fliegt aus der Arena raus. Ist aber nicht so. Du musst eine Arena komplett besiegt haben, damit das schwächste Glied rausfliegt, ja? Das ist knackig, ne? Ist euch das mal aufgefallen, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich so ein relativ gutes Team habt, ne? Wenn wir es jetzt mit diesem Team schaffen sollten, eine Arena zu knacken. Bei allem Respekt ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn das passiert, dann fliegt nur ein Pokémon aus der gegnerischen Arena raus. Man muss das quasi immer wieder wiederholen, bis kein Pokémon mehr drin ist und dann kann man erst seine Pokémon reinsetzen. Heftig, ne? Dass ich das nach 40 Parts mal verstanden habe, das ist halt echt eine krasse Sache. Und ich würde sagen, mit dieser Lebensweisheit, meine lieben Kinderchen und Freunde, beende ich den Part. Beim nächsten Mal versuche ich diese 1-Stunden-Aufnahme so zu splitten, dass die nicht abkackt oder sowas. Ich glaube, die ist echt im Arsch, die ist im Eimer, die kann ich nicht mehr retten. Ne? Tumbaleid, was willst du machen, ne? Wie sagt mein Arbeitskollege so schön, was sagt er nochmal? Ich weiß es nicht mehr so genau, meine lieben Kinderchen und Freunde. Schön ist die Welt, bald gibt's wieder Weihnachtsgeld. Und mit dieser Tatsache, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.